Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Lernflix-Video. In diesem Video beschäftige ich mich mit der Knickung im Maschinenbau. Wir haben hier einen Hubtisch, der mit Hilfe eines Hubzylinders nach oben gedrückt wird. Es ist eine Knicksicherheit von 6 gefordert und wir sollen den Mindestdurchmesser dieser Schubstange bestimmen. Ja? Dazu brauchen wir natürlich die Schubstangenkraft, die hier nach unten wirkt. Diese Kraft habe ich mir schon in einem Video berechnet. Ich habe dieses Beispiel ja schon in einem vorangegangenen Video gehabt zum Thema allgemeines Kraftsystem. Das Video ist unten in der Beschreibung verlinkt. Also wenn du dir das gerne anschauen möchtest, wie diese einzelnen Kräfte hier in diesem System ausgerechnet werden, schau einfach das Video an. Wir haben damals für die Schubstangenkraft eben Fs einen Wert von 25 kN herausbekommen. Das ist eben jene Kraft, die diese Schubstange beansprucht. Und bestehen tut die Schubstange aus dem Material E295. Wir haben eine freie Knicklänge, die ist natürlich ganz wichtig für uns, von 400 mm. Die Kraft F ist eben jene Kraft, die nach oben wirkt. Die brauchen wir für dieses Beispiel, für die Knickung nicht, denn wir wissen ja schon, dass die Schubstangenkraft 25 kN ist. Wie gehen wir hier vor? Den Durchmesser wollen wir berechnen. Wir kennen ja aus dem Bereich der Knickung die Euler-Gleichung. Die Euler-Gleichung ist ja nichts anderes wie, dass das I erforderlich, also sprich das erforderliche Flächenmoment, sich ergibt aus der Sicherheit, aus der Knicksicherheit mal der vorhandenen Kraft, also sehen wir in unserem Fall die Fs. Ja. Und das Ganze mal der freien Knicklänge zum Quadrat durch das E-Modul mal Pi zum Quadrat. Das ist die Euler-Hauptgleichung für die Knickung. Wir wissen aber auch, dass sich unser Flächenträgheitsmoment bei kreisrunden Querschnitten, und es handelt sich ja hier um einen kreisrunden Querschnitt, sich ergibt aus D hoch 4 mal Pi 64stel. Ja? Haben wir im Bereich der Festigkeitslehre kennengelernt. Jetzt können wir diese zwei Gleichungen nehmen und natürlich miteinander verknüpfen. Das heißt, wir setzen sie eigentlich gleich. Diese zwei Gleichungen, die rechte Seite jeweils, setzen wir gleich. Wir stellen sie gegenüber. Das heißt, hier ergibt sich ein d hoch 4 mal Pi 64stel. Auf der anderen Seite eben das Nü mal der Kraft mal der freien Knicklänge zum Quadrat und das Ganze durch E mal Pi Quadrat. Jetzt formen wir diese Gleichung hier um. Wir wollen ja unser D berechnen. Das heißt, wir formen die ganze Gleichung nach D-Äquivalent um. Und es ergibt sich hier eben das μ mal der Kraft mal der freien Knicklänge. Die 64 multipliziere ich auf die andere Seite, also mal 64. Und dann dividiere ich das noch durch Pi. Dann habe ich hier eben dieses E mal Pi hoch 3, weil Pi Quadrat mal Pi ist eben Pi hoch 3. Und ich muss zum Schluss noch die vierte Wurzel ziehen. Mit Hilfe dieser Formel kann ich mir jetzt natürlich mein D berechnen. Ich brauche ja eigentlich nur einsetzen. Das heißt, meine Sicherheit soll 6 sein. Meine Kraft ist eben die Stangenkraft. Ich habe dieses S vergessen. Die Stangenkraft ist 25.000 Newton. Ja, hier empfiehlt es sich natürlich, Newton einzusetzen. Dann haben wir die freie Knicklänge, die setzen wir in Millimeter ein, zum Quadrat mal 64. Das Ganze dividieren wir dann durch das E-Modul. Es handelt sich hier um einen Stahl. Das E-Modul ist gegeben mit 210.000 mal Pi hoch 3. Und von denen ziehen wir dann noch im Anschluss die vierte Wurzel. Ich erhalte hier einen Wert für den Durchmesser von 22,04 mm, also 22 mm über den Daumen. Das wäre der Mindestdurchmesser, aber den Mindestdurchmesser auf diese Art kann ich ja nur berechnen, wenn es sich eben um eine elastische Knickung handelt. Die Euler-Gleichung darf ich eben nur verwenden bei elastischer Knickung. Wie kann ich jetzt das nachprüfen, ob es sich um eine elastische oder unelastische Knickung handelt? Es ist ja gefordert für eine elastische Knickung eben, dass der Schlankheitsgrad größer ist wie der Grenzschlankheitsgrad. Der Grenzschlankheitsgrad für unser E295 ist eben mit 89 gegeben. Jetzt müsste ich nur noch diesen Schlankheitsgrad für diesen Durchmesser untersuchen. Der Schlankheitsgrad ergibt sich ja aus der freien Knicklänge durch das Trägheitsradius oder durch den Trägheitsradius. Der Trägheitsradius wiederum ist die Wurzel aus unserer Flächenträgheit,
durch die Fläche. Bei dieser Flächenträg oder bei diesem Flächenträgheitsmoment handelt es sich jetzt aber nicht um das erforderliche Flächenträgheitsmoment, sondern um das Vorhandene. Und das Vorhandene muss ich eben natürlich mit diesem Durchmesser berechnen. Bevor du jetzt wild drauf losrechnest, hier dieses Trägheitsmoment und die Fläche berechnest, machen wir eine kleine Vorüberlegung. Das Flächenträgheitsmoment ergibt sich ja aus d hoch 4 mal Pi 64. Das Ganze dividieren wir durch die Fläche und die Fläche ergibt sich bei einem kreisrunden Querschnitt natürlich d Quadrat Pi Viertel. Daraus sollen wir die Wurzel ziehen. Das ist ja jetzt hier das Gleiche. Hier sehen wir jetzt aber schon, wir haben hier einen Doppelbruch. Diesen Doppelbruch können wir dann natürlich auflösen, indem wir sagen, das ist ja hier 4 mal d hoch 4 mal Pi durch die Innenglieder miteinander multipliziert, ist dann eben d Quadrat mal Pi. Und daraus ziehen wir eben die Wurzel. Hier können wir jetzt, bevor wir rechnen, aber einiges wegkürzen. Und es bleibt uns im Endeffekt eigentlich nichts anderes stehen wie d Quadrat 16 für unseren Trägheitsradius. Für eine kreisrunde Fläche natürlich, ja, also kreisrunde Querschnittsfläche. Und hier können wir noch die Wurzel ziehen, aus d Quadrat ist eben d und die Wurzel aus 16 ist 4. Somit erhalten wir für den Trägheitsradius einer kreisrunden Querschnittsfläche bei der Knickung eben d Viertel. Das heißt, das kann ich jetzt aber auch hier verwenden. Fürs i setze ich d Viertel ein und dann ergibt sich natürlich ein 4 mal s durch d. Und das ist ja wesentlich leichter jetzt zu berechnen, wie das Ganze hier erst das auszurechnen und dann hier einzusetzen den Wert. So geht es wesentlich einfacher. Gilt aber natürlich nur für einen kreisrunden Querschnitt. Ganz wichtig. So, hier eingesetzt das Ganze, 4 mal 400. Die freie Knicklänge haben wir gesagt 400, der gewählte Durchmesser ist jetzt 22 der Einfachheit halber und ich erhalte hier einen Schlankheitsgrad dann eben von 72,6 gerundet. Dieser Schlankheitsgrad, der vorhandene, ist aber kleiner wie der Grenzschlankheitsgrad dieses Materials. Somit liegt keine elastische Knickung vor. Wenn keine elastische Knickung vorliegt, ist es natürlich eine unelastische Knickung. Und sobald ich eine unelastische Knickung habe, muss ich mit der Tettmeier-Gleichung weiterrechnen. Die Tettmeier-Gleichung ist eben, dass ich die Knickspannung berechnen muss. Ja? Das heißt, die Knickspannung nach Tettmeier für dieses Material ist 335 minus 0,62 mal unseren Lambda, das wir hier berechnet haben, also mal 72,6 hier einfach eingesetzt. Und ich erhalte hier einen Wert dann von 296, ja, gerundet. Und bei der Tettmeier-Gleichung, wenn ich die Tettmeier-Variante verwende, wenn es eine unelastische Knickung ist, muss ich aber das Ganze über die Sicherheit berechnen. Die Sicherheit ergibt sich eben Knickspannung durch die Druckspannung, die vorhandene. Die Druckspannung hier kann ich mir natürlich auch berechnen. Ich habe ja Druckspannung, ist nichts anderes wie Kraft durch die Fläche. Die Kraft, die vorhandene, ist 25.000. Und als Fläche habe ich ja wiederum dieses d Quadrat Pi Viertel hier, also 22 Quadrat mal Pi Viertel. Kann natürlich den Vierer auch nach oben setzen. Ja? Und habe dann hier eine Druckspannung von 65,8. Und die Sicherheit ergibt sich ja aus diesen 296 durch die 85,8. Und ich erhalte hier dann, wenn ich das Ganze einsetze, eine Sicherheit von 4,4, was natürlich viel zu wenig ist. Ja. Das heißt, mit dem Durchmesser von 22 mm habe ich lediglich eine Knicksicherheit von 4,4, gefordert ist 6. In diesem Fall muss ich den Durchmesser erhöhen. Und du kannst dir jetzt eigentlich den Durchmesser, den kannst du frei erhöhen, wie du möchtest. Also 22 ist der ursprüngliche, du könntest jetzt auf 30 mm erhöhen oder auch auf 25 und musst dann das Ganze nochmal durchrechnen. Ja, der Einfachheit halber, ich weiß, dass wir mit 26 mm Durchmesser eine Sicherheit haben, die eben dieser 6er Sicherheit entspricht. Das heißt, ich zeige dir jetzt, wenn ich den Durchmesser wähle, 26, du könntest ihn, wenn du es nicht weißt, ja eben auch mit 30 wählen oder mit 25, dann musst du eben Folgendes machen, du berechnest jetzt das Lambda neu. Also das Lambda neu ergibt sich ja dann wiederum aus dieser Formel hier mit 4 mal Knicklänge durch den Durchmesser und jetzt eben den Durchmesser neu eingesetzt.
Das heißt hier, wenn du das dann einsetzt, je nachdem, was du willst, nehmen wir 26er Durchmesser neu, dann haben wir eben 4 mal 400 durch 26 und das Lambda neu ist jetzt dann 65,1. Das ist mein Lambda neu. Mit diesem Lambda neu berechnest du jetzt wieder das Sigma K und das ist ebenfalls ein neues. Wiederum 335 minus 062 mal den Lambda neu. Lambda neu haben wir gesagt, ist 65,1 und du erhältst hier einen Wert von 290,2 für die Knickspannung. Natürlich Newton pro Quadratmillimeter. Auch die Druckspannung musst du jetzt wieder neu berechnen. Die Druckspannung neu. Und warum ist sie neu? Natürlich, weil wir einen neuen Durchmesser haben. Druckspannung ergibt sich aus Kraft durch Fläche. Fläche hast du jetzt viel größer. Wenn du den Durchmesser erhöhst, wird natürlich auch die Fläche größer. Kraft bleibt natürlich die gleiche, das Ganze mal 4. Durchmesser haben wir gesagt 26 zum Quadrat mal Pi. Und für die Druckspannung neu haben wir dann einen Wert von 47,1 Newton pro Quadratmillimeter. Jetzt nehmen wir die Knickspannung neu, die Druckspannung neu und rechnen eben die Sicherheit wieder aus. Das heißt, die Sicherheit neu ergebe sich dann aus 290,2 durch die 47,1 und wir erhalten jetzt eine Sicherheit von 6,3 ungefähr. Das entspricht ja auch der geforderten Sicherheit von 6. Wenn du einen 30er Durchmesser gewählt hättest, würdest du jetzt wahrscheinlich eine Sicherheit von irgendwas 10 rauskriegen, was natürlich viel zu hoch ist. Das heißt, du würdest ja hier Material verschwenden. Aber trotzdem hättest du die Sicherheit auf jeden Fall erfüllt.